Ein bisher nicht bekanntes Kapitel der deutschen Dopinggeschichte. Da ist er, das Zwerchfell, im Prinzip durchstochen worden. Experimente an Freizeitsportlern in der DDR. Die jüngsten waren 12 oder 13 Jahre. Gefährliche Methoden und Substanzen. Ich hatte Selbstmordgedanken. Für die Erfolge der Stars ausgenutzt. Das ist ganz klar menschenrechtsverletzend gewesen. Geheimsache Doping, Menschenversuche. Heute nach der Live-Sendung von der Nordischen Ski-WM ab 19 Uhr im Ersten.